Hallo, heute etwas kurz über Abgas-Wärmetauscher. Hier haben wir einen gelieferten Wärmetauscher von einem 800 kW Biogasmotor. Die Hülle haben wir vom Innenleben getrennt. Was sieht man im Innenleben? Extrem dünne Rohre, Trennblech aus Schwarzstahl, was zu Schwarzstahl-Tredelstahl, Kontaktkorrosion führt. Wir haben extrem dünne Rohre, die hier schon zu brechen. Also wir sind hier unter 1 mm Wandstärke und hier unten sind alle kaputt. Was kommt von uns rein? Ein neues Rohrbündel mit richtig stabilen Rohren, mit 2 mm Wandstärke. Zwischenbleche, alles voll formiert, geschweißt, alles voll aus Edelstahl. Da kommt jetzt die alte Hülle auf das neue Inlet rein, wurde zusammengeschweißt und geht zurück zum Kunde.